So, jetzt wird's ernst. Jetzt geht's nämlich um kranke Menschen. Und zwar geht's jetzt um Krankenhäuser und warum Krankenhäuser eben keine Autos bauen und warum Patienten auf kein Fließband passen und warum man im Krankenhaus trotzdem mit Lean unheimlich viel machen kann. Und jetzt kommt der Jörg Gottschalk auf die Bühne. Der nennt sich auch www.krankenhausbessermacher.de. Ist doch ein guter Start, oder? Ja. Hallo Jörg. Guten Morgen. Guten Morgen, morgen zusammen. Hätte ja gar nicht gedacht, dass so viele da sind morgens. Ja, ist doch super, oder? Das sind richtige Lean-Freaks. Ja. Ne? Danke. Die Bühne gehört dir. Ja, vielen Dank. Wo ist denn der Prompter? Hier. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Jörg Gottschalk. Ich sage noch ein paar Worte zu mir. Also ich bin Ökonom und Coach, war lange Jahre in der Unternehmensberatung, viel im Gesundheitswesen. Habe dann mal 10 Jahre Krankenhäuser in Berlin als Geschäftsführer geführt und bin seit knapp 4 Jahren jetzt begleite ich Krankenhäuser in diesen Veränderungsprozessen. Und der Start war tatsächlich meine Erfahrung mit Lean Management im Krankenhaus, als ich selbst Geschäftsführer war in Berlin. Wir haben einige sehr spektakuläre Ergebnisse gehabt und wir haben viel darüber gelernt, wie es nicht geht. Aber jetzt muss ich mal fragen, wer kommt aus dem Krankenhausbereich oder hat damit direkt was zu tun? Ja, 1, 2, 3, okay, jetzt muss ich ein bisschen Spagat machen, weil Sie sind ja alle irgendwie auch mal vielleicht im Krankenhaus oder Krankenhaus gewesen. Das heißt, ich muss meinen Vortrag so halten, dass Sie später noch mit gutem Gewissen ins Krankenhaus gehen können. Auf der anderen Seite muss ich Ihnen aber die Problematik vielleicht ein bisschen erklären, warum es überhaupt Sinn macht, sich mit dem Thema im Krankenhaus zu beschäftigen. Also ich versuche mein Bestes, mal gucken, ob es gelingt. Und wenn wir als Krankenhausmenschen Vorträge halten vor Industriemenschen, dann fühlen wir uns immer ein bisschen klein, weil die Industrie hat ja uns starke Vorbilder gegeben. Wir haben ja in den letzten Jahren fast alles übernommen, was sie in den letzten 30 Jahren getan haben, nur gefühlt im Schnelldurchgang. Wir haben Kosten massiv gesenkt, wir haben die Durchlaufzeiten, also die Verweildauern, vielleicht auf ein Drittel reduziert von dem, was vor 10 Jahren üblich war. Wir haben weniger Leute, mehr Patienten. Wir haben zentralisiert, was irgendwie zu zentralisieren ist. Wir haben outgesourced, was uns immer auch eingefallen ist. Wir haben Konzerne mittlerweile. Also das war schon mächtig Arbeit. Und das führt natürlich dazu Entwicklungen, mit denen wir uns heute beschäftigen, die nicht alle in die richtige Richtung gegangen sind. Die will ich Ihnen gerne mal kurz zeigen, was eigentlich die Ausgangslage war. Und dann habe ich die Hoffnung, nachdem ich gestern so viele Begriffe gehört habe, die Sie alle verwenden, ich dachte, ich kenne fast alles über das Thema, aber ist nicht so, dass ich Ihnen jetzt einfach erzähle, was sich im Moment bewährt und Sie mir sagen, was wir da tun. Das ist vielleicht mal andersrum. Vielleicht haben Sie noch ein paar Hilfen für mich, für uns. Das Krankenhaus ist insofern besonders, weil dort auf einem sehr kleinen Feld verdammt viele Menschen arbeiten, die jeden Tag, zumindest glauben sie das, völlig unterschiedliche Produkte herstellen. Weil wir haben ja immer den Spruch, der Mensch ist so unglaublich individuell. Und das betrifft, wenn Krankenhausmenschen das sagen, vor allen Dingen Ärzte, immer den Patienten. Der Patient ist sehr besonders. Jeder ist anders und da ist ja auch was dran. Aber das, was uns am meisten beeindruckt, ist die Individualität der Menschen, die im Krankenhaus arbeiten. Also die hohe Schwankung, die wir an jedem Tag haben, also kein Tag sieht aus wie der andere, resultiert nicht primär aus der Unterschiedlichkeit der Patienten, sondern aus der Fähigkeit aller Krankenhausmitarbeiter, das sind ja schnell mal 2000 pro Standort, jeden Tag völlig anders zu arbeiten. Und das ist auch erlaubt. Also jeder darf jeden Tag so arbeiten, wie er möchte. Das betrifft vor allen Dingen die Ärzte, die einen hohen Freiheitsgrad haben. Nicht nur, wie sie Medizin machen, sondern vor allen Dingen auch, wie sie ihren Tag gestalten.
Es ist eine Art kulturelle Freiheit, die sich wahrscheinlich über hunderte von Jahren entwickelt haben. Die ist nicht rauszukriegen. Versuchen Sie mal einem Arzt zu sagen, er muss irgendwie um 7.15 Uhr Arztbriefe schreiben. Es ist eine Freiheitsberaubung. Also da fängt das Ganze an. Und jeder, der im Krankenhaus arbeitet, ist darauf getrimmt, mehr oder weniger diesen Individualismen zu folgen. Das Zweite, was wir haben, ist in diesem komplexen Geschehen, wo jede Abteilung von jeder Abteilung abhängt, eine Intransparenz, die natürlich dieser Schwankung folgt. Wenn jeder Tag anders aussieht, dann wissen wir eigentlich nicht, was jeden Tag passiert. Ist ja nachvollziehbar. Wir haben zwar Schränken voller Regeln, also wir haben letztes Mal ein Krankenhaus, hat die Standards und Leitlinien mal durchforstet, kam auf 3.500 für einen Standort, 3.500 Verfahrensanweisungen und Standards, von denen niemand wusste, ob sie eingehalten werden und die meisten noch nicht bekannt waren. Also das kommt Ihnen vielleicht sogar bekannt vor. Wir haben das dann auf sage und schreibe 1.000 reduziert, aber auch das ist eigentlich nicht beherrschbar. Also diese Fähigkeit, alles zu ignorieren oder vieles zu ignorieren, was vorgegeben ist, führt dazu, dass Krankenhäuser überhaupt funktionieren. Weil wenn, und das ist meine Standardfrage in Workshops, was würde passieren, wenn am Montag alle Regeln einhalten würden, die es gibt? Die am meisten verwendete Vermutung ist, dass dann überhaupt nichts mehr passiert. Das kann nicht der Sinn der Sache sein, aber wir wissen nicht, was in den Prozessen wirklich passiert. Wir haben teilweise 30 Stationen und jede arbeitet völlig anders. Wir haben vor allen Dingen auch unklare Führungsstrukturen. Das heißt, eigentlich weiß man gar nicht, wer Krankenhäuser führt, außer der Geschäftsführer oder Vorstand, weil natürlich schon auf einer Station mehrere Berufsgruppen, also wir haben auch verschiedene Weihnachtsfeiern für die Berufsgruppen auf einer Station, der Chefarzt vermeintlich das Sagen hat, aber die Mitarbeiter bis auf die Ärzte ihm gar nicht unterstellt sind. Wir haben also mindestens immer 3, 4, 5 Führungskräfte, die alle mitten im operativen Betrieb stehen. Also niemand hat Führungszeit. Regelaversion habe ich genannt. Es ist erlaubt, Regeln nicht einzuhalten, wenn sie denn überhaupt existieren. Und das ist natürlich ein kulturelles Element. Also versuchen Sie mal, jemanden daran zu gewöhnen, etwas zu tun, was er tun soll, wenn alle anderen erlauben, dass es nicht tut. Deshalb können wir auch einfach Verfahrensanweisungen schreiben und gar nicht nachgucken, ob die eingehalten werden. Es geht. Berufsgruppen sind im Krankenhaus sehr stark verankert. Das heißt, wir haben Ärzte, wir haben Pflege, wir haben teilweise outgesourcete Bereiche, Servicekräfte, die auch auf Stationen arbeiten, die teilweise anderen Vorgesetzten zugeordnet sind. Also wir haben ein ganzes Potpourri von Verantwortlichkeiten und Weihnachtsfeiern, die aber dann auch sehr autark arbeiten dürfen, teilweise in den zentralisierten Stellen anderen zugeordnet sind. Also Sie merken, es gibt ein bisschen Verwirrung an der Stelle. Wir haben Hierarchien und wir haben vor allen Dingen, und jetzt kommen wir in die Frage, wie gestalten wir eigentlich unsere Organisation? Wir haben keinerlei Instrumente, um zu helfen, diese sehr dezentralen, eigenständigen, zersplitterten Bereiche zu organisieren. Also wer macht es? Womit ist die Frage? Wir haben vor allen Dingen keine Veränderungskompetenz. Es ist einfach niemand da. Also es gibt 1.000 Bettenhäuser mit 1.500 Mitarbeitern, die eine halbe Qualitätsmanagementstelle haben, die aber hauptsächlich damit beschäftigt sind, Zertifizierungen durchzuführen, die natürlich immer vor den Audits zu erheblicher Hektik in der Organisation führen, weil ansonsten vieles davon so eben nicht gelebt wird. Unterstützung heißt, das, was Sie vielleicht haben, manchmal mit 2 Leuten, manchmal mit 10 Leuten oder 17, es gibt kaum zentrale Bereiche, die aktiv vor Ort helfen, Organisationen zu verändern.
Wäre auch schwierig, weil viele Chefärzte, viele Abteilungen haben das Gefühl, auch diese Diskussion habe ich geführt, das ist immer sehr erstaunlich, dass sie eigentlich gar keine Angestellte sind, sondern Unternehmer. Das heißt, gefühlt arbeiten sie mit einer Mannschaft von Unternehmern, die sich sehr frei fühlen in dem, was sie tun. Wir haben vor allen Dingen Knappheit. Sie lesen überall, dass wir Personalmangel haben. Das ist durchaus der Fall. Das heißt, wir finden in vielen Regionen gar keine Pflegekräfte mehr zum Beispiel, die auf den Stationen arbeiten. Was natürlich immer wieder und weiter die Zeit verknappt. Wobei das einzige wirtschaftliche Rettungsmittel im Moment noch in Deutschland Leistungssteigerung ist. Das heißt, wir brauchen jedes Jahr 3-4% mehr Patienten, damit wir überhaupt bei den Budgetdiskussionen, die wir haben, ein halbwegs positives Ergebnis machen. Also das ist so das Potpourri, mit dem wir es erstmal zu tun haben. Was aber dazu führt, dass wir, und das ist wirklich eklatant, damit will ich aber die Negativdarstellung auch beenden, es gibt sehr viel Unzufriedenheit. Vor allen Dingen auch deshalb, weil sie ihre Tage auch als Mitarbeiter heutzutage kaum noch planen können. Sie werden dauernd aus dem Frei gerufen, weil das Personal wirklich knapp ist. Wir haben mittlerweile auch Personaluntergrenzen, interessanter Begriff im Übrigen. Herr Spahn wird ja aktiv. Was im Moment dazu führt, das finde ich ganz spannend, dass Patienten immer hin und her geschoben werden, weil die Patienten werden dahin geschoben, wo noch so viel Personal ist, dass die Untergrenzen eingehalten werden. Also es sind erstaunliche Entwicklungen, die sie dann spüren werden. Aber bei all dem Negativen, und das ist dann der Beruhigungsteil, es funktioniert wirklich gut. Es funktioniert gut, wie auch immer. Und ein typischer Wertstrom des Krankenhauses sieht so aus. Das Bild zeige ich seit Jahren. Wir haben das mal im Martin-Luther-Krankenhaus in Berlin gemacht. Das ist ein Patient, ein internistischer Patient, der durch seinen Behandlungsprozess läuft und wer sich ein bisschen auskennt, die Internisten sind immer hochverdächtig, am Tag vorher nicht zu wissen, was sie am nächsten Tag tun müssen. Nun, das ist ein sehr sukzessives Geschäft von einem Tag zum anderen. Und was Sie hier sehen, zeigt eigentlich den Charakter heute eines Krankenhauses. Sehr viel Kommunikation, sehr viel Telefonieren, sehr viel Nachfragen. Das heißt, wir arbeiten mit Prozessen, die sehr stark davon abhängig sind, ob sie Leute haben, die sich gut auskennen. Also in der Organisation, die wissen können, wen sie fragen können, die wissen, wo was findet. Wenn Sie neue Leute haben auf einer Station, die haben fast keine Chance, innerhalb von mehreren Wochen zu wissen, wie es funktioniert. Weil es ja sowieso jeden Tag anders funktioniert. Also das ist ein Krankenhaus, typischerweise. Und auch heute hat auch von den Beteiligten keiner widersprochen, dass es auch so aussehen könnte im eigenen Krankenhaus. Wir haben also sehr viel Unterschiedlichkeit. Und wenn man gemein ist, müssen wir noch sagen, da ist sehr viel geordneter Zufall drin. So, das heißt, wir sind eigentlich, um das Drama ein bisschen zuzuspitzen, in so einem Kreislauf von, wir haben keine Zeit für Verbesserung. Sie sitzen manchmal tatsächlich alleine da oder mit 3-4 Leuten, wenn es darum geht, Verbesserung zu betreiben in der Gruppe. Wir haben immer weniger Leute tendenziell. Der Aufwand steigt, weil nämlich der Gesetzgeber sich immer mehr ausdenkt, vor allen Dingen was Dokumentationen betrifft. Also die Zeit für Dokumentation geht immer ab vom Patienten. Wir haben immer mehr Fehler und Probleme und dann wird es spannend, weil, und das ist ein echter Nachteil, wir können sie meistens nicht sehen. Also meine Fantasie ist ja immer, wenn ein Auto nicht gut montiert ist, dann fährt es nicht. Das Spannende im Krankenhaus ist, dass Sie das nicht erkennen können, weil die Patienten kommen gesünder, gesund wieder aus dem Krankenhaus raus. Der Körper ist verhaltensmäßig sozusagen leidensfähig. Ja, es geht gut. Wenn Sie aber keine Fehler sehen, hat doch nie jemand ein wirkliches Problem. Und spätestens an der Stelle habe ich im Übrigen gestern auch gemerkt, dass ich an einer Stelle mindestens noch ein bisschen old-fashioned bin, weil bei mir bleiben Probleme Probleme. Ich nenne sie nicht Herausforderung.
Weil für mich ist auch Problem und Herausforderung kein Synonym. Weil Sie können 1000 Probleme haben, aber niemand entdeckt dabei noch Herausforderung. Weil die Themen haben keine Bedeutung. Also Problem plus Bedeutung wird erst zur Herausforderung. Und damit haben Sie ein Handlungsfeld. Wie gebe ich Problemen eine Bedeutung, sodass es sich für irgendjemand lohnt, daran zu arbeiten? Wenn Sie hinten nicht erkennen können, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Wir haben höhere Fehlzeiten mittlerweile, Fluktuation und sinkende Patientenzufriedenheit, aber auch die erfahren wir im Prinzip auch nicht. Das heißt, wir leben eigentlich, um es zusammenzufassen, in einer Welt, in der wir wenig erkennen können über das, was tatsächlich passiert. Und in der auch viele Menschen kein Problem sehen, obwohl alle jammern. So, das ist das Potpourri, mit dem wir arbeiten. Und in dieser Welt wollen wir jetzt, weil das ist ja der Ansatz von Lean, sichere Prozesse schaffen, transparent sein, also jeden Tag alles wissen. Also ich würde gerne wissen, was ist auf einer Station um 10 Uhr fertig, um 11 Uhr fertig oder um 12 Uhr fertig, was genau muss überhaupt gemacht werden. Meistens können wir das jetzt erkennen, wenn um 14 Uhr die Übergaben zur nächsten Schicht kommen, weil dann sieht man nämlich, was noch übergeblieben ist. Wir wollen kontinuierlich verbessern, ist ja auch Ihr Ziel. Wir wollen Digitalisierung einführen. Also heute ist jeder Kongress im Krankenhausbereich beherrscht von Digitalisierung. Also ich habe den Eindruck, es gibt gar nichts anderes mehr. In einem durchschnittlichen Krankenhaus laufen 1 bis 2 IT-Menschen rum, die das nachher stemmen müssen. Und 3000 Leute, die heute noch zum Teil auf Papier dokumentieren. Also wir brauchen auch eine Landebahn für das ganze Thema Digitalisierung, nicht nur Geld. Wir wollen außerdem mehr Geld verdienen, weil kein Ergebnis zu machen ist schon ein guter Vorsatz, aber nachdem die Länder sich mehr oder weniger aus der Krankenhausfinanzierung verabschiedet haben, müssen Krankenhäuser irgendwie aus diesem Budget sich selbst finanzieren und die Investitionen tragen. Wir wollen mehr Qualität, vor allen Dingen wollen wir die Qualität auch mal beschreiben können. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, wir haben ungefähr 500, 600, 700 Qualitätskennzahlen. Also jeden Monat muss man so 500 Ampeln durchgucken. Aber niemand kann einem sagen, tatsächlich niemand, was sind die 10 wichtigsten prozesstreibenden Qualitätskriterien, an denen wir mal erkennen können, ob etwas wirklich gut war. Also ganz viele Daten, aber keine Erkenntnis. Wir wollen also dafür sorgen, dass sich Kultur verändert in einem Betrieb, der davon lebt, genauso zu funktionieren. So, das ist die Herausforderung. Und der Start dahin, und das scheint sich im Moment zu bewähren, sind tatsächlich nicht, auch das haben wir probiert, ausgeklügelte Messverfahren, ausgeklügelte Methoden, die wir den Leuten beibringen oder mit denen wir arbeiten. Auch das ist passiert. Aber der erste Schritt sehen wir erstmal darin, dass wir Menschen dazu bringen, gemeinsam an diesen Themen zu arbeiten, Probleme erstmal überhaupt zu erkennen und als Problem wahrzunehmen und die Berufsgruppengrenzen, die wir jetzt sehr stark haben, zu überwinden und in die kontinuierliche Arbeit zu kommen und überhaupt mal Zeit dafür zu schaffen, dass jemand an Organisationsthemen arbeitet. Die Erkenntnis reift langsam. Der Arzt alleine die Qualität bestimmt, sondern eben der Prozess. Das heißt, all die Trainings, die am Anfang gelaufen sind, über Wertstrom 5S, über Messverfahren, das ist ja der erste Schritt, auf den man erstmal kommt, wenn man sich neu in das Thema begibt, sind bis auf wenige Ausnahmen eigentlich leer gelaufen, weil es niemanden gibt, der das überhaupt anwenden kann, der es im Alltag unterbringt. Also ist der zweite Schritt viel wichtiger geworden, nämlich wie pflocken wir Veränderungszeit in die Organisation? Und das passiert über ein relativ einfaches Hilfsmittel, nämlich dieses Board. Das sieht jetzt sehr aufgeräumt aus. So aufgeräumt sind sie natürlich im Alltag nicht.
Und an diesem Ort passiert jetzt in vielen Krankenhäusern, also es sind vielleicht jetzt 80, 90 Bereiche, Abteilungen, die allein in den letzten 2, 3 Jahren mit eingestiegen sind, passiert je alles, was mit Veränderung zu tun hat. Hier treffen sich in unterschiedlichen Runden erstmal die Leute auf einer Station. Das heißt, es gibt jetzt Krankenhäuser, die 20, 25 dieser Boards haben auf ihren Stationen. Und der erste Akt besteht darin, die Organisation dazu zu bringen, sich tatsächlich mit dem Thema erstmal zu beschäftigen. Und diese Boards sind immer gleich aufgebaut. Visualisierung, Handlungsfelder, Regeln, Kommunikation. Also alle neuralgischen Punkte. Wir wollen alle Beteiligten daran gewöhnen, dass sie sich objektiver mit Themen beschäftigen. Das heißt, mehr in Zahlen denken, mehr in Logiken von Zielen denken, was auf der Prozessebene im Krankenhaus nicht völlig trivial ist. Wir wollen dafür sorgen, dass sämtliche Themen, sämtliche Probleme vom Papierkorb bis zum Patient wird nicht rechtzeitig entlassen, der Arztbrief ist wieder nicht fertig, dass sie jeden Tag von allen Mitarbeitern benannt werden können. Wir wollen keine Umwege mehr über Bewertungskommissionen, dafür ist das Ganze viel zu kleinteilig. Das heißt, jeder Mitarbeiter soll und darf jederzeit diese Karten an das Board hängen und dann müssen diese Karten auch bearbeitet werden. Wir haben Kommunikationskreise eingerichtet an den Stellen, und zwar 3. Ich weiß nicht, ob ich nachher wieder zurückkomme. 3, die fest installiert sind. Und das Ziel dabei war, und wir haben es teilweise wirklich reingezwungen, also mit Überzeugungsarbeit reingezwungen, dass sich Mitarbeiter 10 Minuten jeden Tag treffen, also ein ganzes Stationsteam, die gerade da sind, und jeden Tag über dieses Thema Organisation und Verbesserung sprechen. Also eine Routine reinbringen. Und auf einmal passiert eine ganze Menge. Das dauert 10 Minuten. Wir nennen es Boarding. Es ist irgendwann mal entstanden, der Begriff. Jetzt passiert auf einmal Folgendes. Ärzte und Pflegekräfte müssen sich gemeinsam über Organisation unterhalten, weil sie in den 10 Minuten gar nichts anderes tun können. Sie sprechen über die Karten, sie bringen das in das System, das heißt, sie behandeln jedes einzelne Thema. Wir haben wöchentlich 15 Minuten, das nennen wir Unterstützerrunde, eingeführt. Das heißt hier, und auch das ist eine sehr hierarchische Nummer, dürfen diese Teams ihre Unterstützer einladen, also jeden, vom IT-Menschen über Geschäftsführung, über andere Bereiche, und die müssen kommen, die haben keine Wahl. Am Anfang sind teilweise die Menschen zu zweit gekommen, weil sie Angst hatten und nicht wussten, was dann passiert an dem Board. Gerade bei den IT-Lern im Krankenhaus, die sind immer sehr beliebt, also als Eingeladene. Hier werden die Schnittstellenthemen primär besprochen und hier passiert etwas anderes noch und das ist sehr, sehr ungewohnt für Krankenhäuser. Und wir wollen, dass Führung von der Geschäftsführung bis alle anderen regelmäßig wieder ans Board gehen, also dahin gehen, wo die Musik spielt. Es hat sich in den letzten 10 Jahren auch hier etabliert, Führung vom Schreibtisch zu betreiben in den Besprechungsräumen. Und das wollen wir wieder umdrehen. Also Führungskräfte gehen jetzt in einem gewissen Zyklus. Also unter 4 Wochen ist eigentlich nicht akzeptabel. Selbst in großen Krankenhäusern gehen wieder dorthin. Und das hat eine enorme Wirkung, weil die natürlich viel wissen. Viel Wissen über ihre Organisation, sie können schnelle Entscheidungen treffen und vor allen Dingen erfahren sie wieder etwas über ihre eigene Organisation. Nämlich da, wo die Realität spielt. Und die 3. Runde, die ist sicherlich die anstrengendste, weil zeitlich mit 60 Minuten, eine große Runde, diese Teams vor Ort in den Stationen, im OP und in anderen Bereichen müssen sich 60 Minuten pro Woche zusammensetzen und nur über Organisationsthemen reden. Dort kann alles passieren, von Diskussionen bis auf Aufgaben, die diskutiert werden müssen oder erledigt werden müssen. Also wir haben jetzt Flöcke in der Organisation, die an vielen Stellen hervorragend funktionieren und an vielen anderen Stellen überhaupt nicht. Also eine solche Bandbreite. Wir haben Chefärzte, die nicht einmal an Bord waren, die das Gefühl haben, dass sie das alles überhaupt nichts angeht, was da passiert.
und wir haben Chefärzte, die jede Woche zum Teamwork kommen. 60 Minuten. Also eine solche Bandbreite, die auch erlaubt ist. Aber was passiert ist, dass auf einmal Themen gemeinsam angesprochen werden und dass wir jetzt überhaupt erstmal Gruppen haben, mit denen man arbeiten kann, die man auch qualifizieren kann, die langsam anfangen zu lernen, wie man eine Stunde mit 8 Leuten halbwegs effizient nutzt, wie man moderiert. Ganz einfache Sachen wie in jedem Raum muss ein Flipchart stehen, damit man mal was aufmalen kann. Also so banal ist die Welt. Weil wenn 10 Leute um den Tisch rumsitzen und keiner mitmalt, dann kommt meistens auch nichts raus. Also ganz einfache Elemente, daran gewöhnen sich die Beteiligten langsam. Wir kriegen also da, wo es funktioniert, langsam eine Routine im gemeinsamen Miteinander reden und fangen an zu lernen, wie es geht, Organisationen zu betreiben. Und weil dann auf einmal etwas passiert, wird auch der Bedarf klarer, wo man zentrale Unterstützung braucht. Denn diese Teams sind mitten im aktiven Geschehen, jeden Tag. Auch die Chefärzte arbeiten zu 95% am Patienten, also ohne Führungszeit. Das heißt, wir haben jetzt überhaupt mal Teams, mit denen man arbeiten kann, und mit denen man lernen kann, wie es geht. Das war der erste Schritt. Und damit haben wir im Prinzip auch, und das war das Ziel, erstmal in diesen Rhythmus von Veränderungen zu betreiben und das, was wir sonst in den Zertifizierungen oder anderswo immer fröhlich darstellen, auch tatsächlich zu betreiben, also einen Kreislauf zu schaffen, in dem kontinuierliche Verbesserung passiert und dann eben auch in die Organisation stärker zu gehen und KVP-Tage zum Beispiel einzuführen, wo dann größere Themen auch mal klein gemacht werden können, damit sie in dieser Board-Routine wieder bearbeitet werden kann. Das sind alles Zeiten, das muss man sich praktisch vorstellen, wenn man 3 Pflegekräfte auf einer Station hat, vielleicht 2, 3 Ärzte, die ab und zu auch mal da sind, die rauszunehmen aus diesem praktischen Betrieb und am Ende nicht mehr den Satz zu hören, wann soll ich das denn noch neben meiner Arbeit tun? Weil irgendwann immer klarer wird, dass die Arbeit am Prozess Arbeit bedeutet. Es ist ja Teil von Qualitätsarbeit. Aber dieses Verständnis reinzubringen, ist tatsächlich die erste Hürde. Das heißt, alle müssen sich Zeit nehmen. Lektion 1, wir brauchen die Zeit, woher wir sie auch immer bekommen. Weil ohne Zeit gibt es keine Veränderung. Erste Erkenntnis. Die zweite, auch in den ganzen Bunkern, die wir haben, also Berufsgruppenbunkern, brauchen wir die Zeit, auch miteinander zu reden. Wir haben keinen einzigen Arztprozess, wir haben keinen Pflegeprozess, wir haben keine Prozesse, die nicht 100% voneinander abhängen. Also geht es immer nur um den Patientenprozess und dafür brauchen wir eben alle, um diesen zu verbessern. Überhaupt erstmal Fehler zu erkennen, weil Krankenhausmitarbeiter sind groß darin, in nichts ein Problem zu sehen. Also kein Arzneimittel vorhanden, kein Problem. Kein Arzt da, kein Problem. Keine Akte da, auch kein Problem. Irgendwie kriegen wir es schon hin. Also in dieses Bewusstsein reinzukommen, dass es natürlich ein Problem ist, wenn das, was passieren soll, nicht passiert. Also weg vom Individualismus. Wir wollen schnelle Entscheidungen. Und wenn schnell meint dann eben möglichst täglich. Wir haben auch mal die Vorgabe gemacht, alles, was länger als 7 Tage dauert, ist höchst verdächtig. Also solche Orientierungsgrößen brauchen wir scheinbar. Es muss schneller gehen. Wir können nicht immer 8 Wochen auf die kleinste Entscheidung warten, weil die in nicht geklärten Hierarchien sich irgendwann irgendwo im All auflösen. Also vor Ort werden möglichst die Entscheidungen getroffen. Wir wollen vor allen Dingen lernen, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man Regeln aufstellt und sie auch mal einhält. Also wir üben wirklich mit einem klaren Modell mittlerweile, wie geht das überhaupt dafür zu sorgen, dass man eine Regel umsetzt. Das führt dazu, dass man auch Diskussionen führt, was ist eine Führungsaufgabe. Eine Führungsaufgabe besteht darin, über Regeln zu entscheiden, aber dann fängt die Arbeit ja erst an. Das heißt, wir kommen langsam dahin, die Menschen dazu zu bringen, dass die Arbeit erst abgeschlossen ist, wenn es tatsächlich passiert, nicht wenn es passieren soll. Auch das ein echter Entwicklungsprozess für die Menschen vor Ort. Wir wollen Teamkulturen aufbauen, die sich mit Organisationen beschäftigen. Wir wollen
objektivieren lernen. Also man kann sich ja über alles streiten, vor allen Dingen dann, wenn nichts geregelt ist. Aber diese Denke von, wie ist es heute, wie ist es morgen und was müssen wir genau tun, um dahin zu kommen? Und woran können wir erkennen, dass es tatsächlich besser wird und tatsächlich passiert? Diese Gedankenwelt hineinzubringen ist ein Lernziel. Und natürlich andere Dinge wie, wie moderiert man richtig? Sie können natürlich eine Stunde mit 10 Leuten zusammensitzen und es kommt tatsächlich nichts mehr raus. Das ist verlorene Zeit. Wenn wir über Verschwendung reden, dann können wir da anfangen. Also wie geht das mit solchen Menschen, die das gar nicht geübt haben, effiziente Verbesserungsrunden zu produzieren, ohne dass ständig jemand von zentral unterstützen kann? Weil die Menschen gibt es nicht. So, und wenn das alles funktioniert, dann kommen auch wirklich spektakuläre Dinge dabei heraus, die wir vorher gar nicht wussten, dass wir sie überhaupt brauchen. Ich nenne mal nur noch 2, 3 Beispiele. Zum Beispiel Visiten. Jede Station führt Visiten durch. In einer klassischen Station fangen die irgendwann an, wenn der Arzt kommt. Das führt natürlich zu Störungen auf der Station, zu Unterbrechungen, zu Unklarheiten und wiederum zu Verschwendung. Also wie geht das jetzt, dass alle Visiten pünktlich anfangen, perfekt vorbereitet sind und nicht zu lange dauern, was auch immer das heißt? Da muss man eine ganze Menge tun, weil natürlich keiner freiwillig zu spät kommt zum Beispiel, sondern es hat alles Gründe. Das kann man schaffen und dann auch messen. Wir haben die Verweildauern reduziert. Wir haben auch wirtschaftliche Themen im Blick. Wenn Sie heute im Krankenhaus eine Rechnung an die Krankenkassen stellen, dauert das manchmal vom Zeitpunkt der Entlassung bis zur Rechnungsstellung 4, 5 Wochen. Das ist ein massiver Liquiditätsverlust. Also reduzieren wir das. Also mein Wunsch wäre immer auf 1 bis 2 Tage. Aber da sind wir noch weit entfernt. Und das hängt sehr stark von internen Prozessen und Dokumentationsstrukturen ab. Also es gibt eine ganze Menge Arbeit. Was wir aber damit erreichen, und ich glaube, das ist das, was wir uns vornehmen können, ist erstmal in einen Prozess zu kommen, wo es ganz normal ist und wo es auch immer kompetenter abläuft, über Organisationen zu sprechen und mal Probleme zu identifizieren und schnell zu lösen. Es gibt durchaus auch Beispiele, wo wir mit Taktprinzipien oder anderen Dingen zum Teil spektakuläre Erfolge hatten, in Aufnahmeprozessen zum Beispiel, die relativ stabil sind. Aber das ist erstmal noch die Ausnahme. Mein Wunsch, wenn man mich nach Vision fragt, ist schon, dass alle sich mal an die Regeln halten, die es sinnvollerweise gibt. Und dass wir stärker dahin kommen, zu regeln und zu sagen, wie es sein soll. Das traut man sich nämlich noch nicht, weil wenn es um Medizin geht, dann denken alle, wenn alles so individuell ist, dann ist es eben nicht regelbar. Und das ist eine Fehlannahme grundsätzlicher Natur. Danke. Vielen Dank. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann nicht sagen, dass ich mich jetzt unbedingt besser fühle, wenn ich ins Krankenhaus muss. Aber andererseits fühle ich mich gut, weil ich weiß, dass es Menschen wie Sie gibt, die da ja ein umfassendes Verständnis haben, was man tun kann. Aber ich muss jetzt doch nicht unbedingt ins Krankenhaus. Ja, das will grundsätzlich ja keiner. Aber vielleicht beruhigt es Sie ja, dass viele Mitarbeiter durchaus in ihr eigenes Krankenhaus gehen, wenn sie krank sind. Okay, beruhigen. Also ich meine, also es funktioniert. Weil ich kenne ja viele Ärzte, die niemals das, was sie ihren Patienten verschreiben, auch ihren eigenen Frauen verschreiben würden, wenn es ja, jetzt Männer sind. Ja, die Studien gibt es auch, ja, aber das, die Welt ist komisch. Ne? Gut. Wer hat denn noch Fragen? Wo ist denn das Würfelchen? Ja. Da ist das Würfelchen? Nein. Nee, hier ist eine Frage. Da, genau. Also dann fangen wir jetzt mal da an und dann arbeiten wir uns davor und dann gucken wir, wie viel Zeit wir noch haben. Einmal den Würfel darüber bitte. Danke. Ja, zunächst mal herzlichen Glückwunsch, Herr Gottschalk. Sie haben ja auch ein Buch dazu geschrieben, absolute Spitzenklasse, was Sie da in diesem Klientel bewegen. Finde ich wirklich super. Ich hänge an einer Fragestellung, das, was Sie vorgestellt haben. Auf der einen Seite der Verbesserungsmindset. Mhm. Wir müssen ja in den Pull reinkommen. Wie kriegen wir es hin? Und das scheint mir irgendwo ein Schlüssel zu sein, dass sowohl Ärzte
als auch Schwestern, also im Grunde genommen die inklusive Verwaltung, diesen Mindset haben, bis hin zu einem Commitment. Das, was Sie sagen, ist in Ordnung, die halten die Regeln nicht ein und so weiter, aber wir brauchen den Pull irgendwo. Das ist eine Frage, ob Sie da mal dran gearbeitet haben. Ja, ich glaube, das ist Teil des Prozesses, weil alle Trainings oder alle gemeinsamen Runden, wir führen ja eigentlich keine Trainings durch, sondern wir arbeiten immer direkt mit den Teams vor Ort, damit auch das Kennenlernen passiert, reagieren später im Alltag nur, wenn es ins Tun geht. Also sie lernen übers wirkliche Machen. Alles andere, PowerPoint-Trainings, geht meistens montags wieder verloren, wenn wieder niemand da ist. Das heißt, dieses Erleben, dass Veränderung auch zum Ergebnis führt, dass die Zeit einzusetzen ist, dass man übt, Regeln einzuhalten, das ist Teil der Entwicklung, die, glaube ich, einfach durchlitten und durchlebt werden muss. Also wenn Ihre Frage darauf hinausging, dann ist es dieser Prozess, den wir auch durchhalten müssen, weil der hat natürlich viele Hindernisse. Bin ich bei Ihnen. Ich hänge immer noch an diesem Commitment. Ja. Die Organisation ist eine Organisation, wenn man die mit der Industrie vergleicht, ich sage mal minus 30 bis 40 Jahre. Gerade durch diese starke funktionale Trennung, Verwaltung, Ärzte, Sie haben es beschrieben, Chefärzte, die keine Führung wahrnehmen und so weiter. Für mich ist die Fragestellung da, wie erreichen wir das Commitment auf der quasi im Moment nicht vorhandenen, geschlossenen Führungsebene. Und daraus einen Pull. Und der zweite Pull wäre dann, wenn Sie heute mit Pflegekräften sprechen und Sie sprechen über Verbesserungsmanagement und Mindset. Das ist für einen aus der Industrie kommt, sind das zwei Welten. Und jetzt ist die Frage, wie können wir diesen Mindset erzeugen? Aber es hängt auch sehr, sehr viel in der Führung drin. Das Ich überlege gerade, ob ich gemein sein soll. Es sind erstmal Zufallstreffer, jemanden in der Führung zu finden, der ein Problem empfindet. Ein Problem damit, dass Organisation im Krankenhaus nicht so bleiben kann, wie es ist. Wenn man die gefunden hat, und das ist noch vielleicht die Ausnahme, dann hat man sozusagen aus der Hierarchie aus die Unterstützung für diesen Entwicklungsprozess. Dann haben wir aber noch verschiedene andere Hierarchieebenen, die praktisch genauso mächtig sind wie Geschäftsführer. Auch da sind es wieder Zufallstreffer. Also die einmal daran bestehen, dass es auch da wieder zwar Chefärzte oder auch Pflegeleitungen gibt, die bereit sind, diesen schmerzhaften Prozess zu gehen und die tatsächlich ein Problem sehen. Oder aber sich schnell überzeugen lassen, dass Veränderung gut ist, weil sie sehen, was passiert. Auch das passiert wieder aus dem echten Leben. Einen anderen Weg habe ich noch nicht gefunden. In einem System, in dem Macht so verteilt ist wie im Krankenhaus. Also was oft passiert ist, dass wenn es an zwei, drei Stellen gut funktioniert oder Effekte eingetreten, dass dann einer nach dem anderen auf dieses Boot aufspringt, um wieder bei dem Bild von gestern zu bleiben. Aber das ist wenig gesteuert. Also wir haben alles ausprobiert von zwangsweise vorgeben, klappt manchmal, manchmal nicht. Der wirkliche Weg scheint mir zu sein, wir müssen darauf warten, dass diese mächtigen Strukturen im Haus bereit dazu sind und Vorbilder schaffen. Einen anderen Weg, vielleicht, kenne ich noch nicht. Ja, geht klar. Hallo? Ja, also vielen Dank auch für den Vortrag. Fand ich, sehr interessant. Dennoch habe ich einmal vermisst. Und zwar, ich habe vermisst den Patient. Ihren Kunde. Aus aktuellem Anlass, Familienmitglied, liegt im Krankenhaus, kann man wortwörtlich so nehmen, er liegt, er wartet. Wertschöpfung, keine Ahnung, 2%. Ja, wenn ich selbst zum Arzt gehe, ja, Sie kennen das alle, Wartezeiten, ja, selbst mit Termin, Wartezeiten, und wann ist man drin? 3 Minuten. Der Arzt fässt einen vielleicht nicht mal an. Ja, was kriegt man? Gehen Sie zur Apotheke, holen sich Thomapyrin, hier haben Sie ihre Krankschreibung für die Arbeit. Ruhen Sie sich aus, legen Sie sich ins Bett. Meine konkrete Frage, was tut das Gesundheitswesen denn wirklich am Patienten? Ich finde die Ergebnisse hier gut, ja, weil man sieht auch wirklich, was man rausholen kann. Wirklich, ich finde es wichtig, Laufzeiten reduzieren, ja, Fehlerraten für Medikamente, das sind alles wichtige Themen. Was konkret machen Sie, um wirklich am Patienten zu arbeiten? Ja. Also es war mein Fehler, dass ich den Patienten nicht so in den Mittelpunkt gerückt habe, wie das in den internen Workshops versucht wird. Aber es ist tatsächlich schwer, weil das ist Teil von
komisch, ja, dass über Patienten wenig geredet wird. Ich war 10 Jahre Geschäftsführer eines Krankenhauses in einem Konzern. Wir haben tausende von Daten gehabt, tausende von Themen. Wir haben aber nicht einmal über Patienten gesprochen. Und das geht. Das ist übrigens mein Lieblingsspruch, weil es geht. Vieles von dem, das ist jetzt nicht ganz so sichtbar, landet durchaus direkt beim Patienten. Wir haben aber ein großes Dilemma, weil wir eigentlich nicht wirklich wissen, was Patienten wollen. Also wenn sie sehr stark auf das Kundenbedürfnis zielen, dann gibt es überwiegend Vermutungen. Die fangen bei Banalitäten an wie Parkplätze, öffentlicher Nahverkehr und gutes Essen. Das sind wichtige Elemente. Aber was jetzt genau an medizinischer Leistung passieren soll, müssen ja wieder die definieren, die das Dilemma mitversuchen. Wäre das nicht relativ simpel, ein Patient einfach nur gesund werden? Ja, aber da kommt man jetzt schon ins Philosophieren. Ja. Ne? Was ist jetzt gesund werden? Ja. Wenn Sie sich ein Bein gebrochen haben oder ein neues Kniegelenk bekommen haben, was ist jetzt der angestrebte gesundheitliche Zustand? Ja, laufen, ja, jetzt simpel, ne? Ja, aber wie schnell, wie ist die Beugung, ne, im Knie, wie viel, das sind die eigentlichen Qualitätsunterschiede, weil 99,999% aller Patienten kommen nach einem Knieersatz lauffähig aus dem Krankenhaus. Was ist aber jetzt genau der Zustand, den Sie erreichen wollen? Natürlich wollen wir keine Wartezeiten haben. Wir wollen doch nicht vorm Röntgen 4 Stunden sitzen. Das sind Dinge, die für uns noch greifbar sind. Aber selbst da brauchen sie erstmal Mentalitätswechsel, dass wir uns dann beschäftigen müssen. Wie wollen wir organisieren, dass der Patient im Krankenhaus möglichst gut versorgt wird? Weil der Patient bewertet es fast nie. Also Sie hören in keiner Patientenbefragung, ich habe wieder 3 Stunden vor dem Röntgen verbracht. Es macht ihm scheinbar nichts aus und damit haben wir kein Problem. Und wir können nur an den Dingen arbeiten, an denen wir wirklich ein Problem empfinden. Es ist merkwürdig und wir werden immer mehr dahin kommen, das konkreter zu fassen. Aber heute ist das in gewisser Weise in der inneren Organisation noch ein dunkles Feld. Ganz nur abschließend, dann gebe ich es weiter. Also provokant würde ich jetzt sagen, wenn wir jetzt hier mal in die Runde fragen, wer hat ein Problem, 3 Stunden ums Röntgen zu warten, würde ich behaupten, würde jetzt jeder die Hand heben. Also nur so als Abschluss. Aber ich gebe es gerne weiter. Ich muss leider so langsam abschließen. Ich weiß, dass hier noch zig Fragen sind, aber Herr Gottschalk ist ja auch noch länger da. Sie wollen keine Ruhe geben. Was gibt es? Ich gebe keine Ruhe, vollkommen richtig. Kurz bitte. Ganz kurz. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein als ärztlicher Direktor und Chefarzt einer Klinik in Heidelberg. Ach. Ich bin genau für Sie gekommen heute Morgen. Und ich kann all das verstehen, was auch Sie gesagt haben. Und wir haben all Ihre Instrumente tatsächlich benutzt und aus Sicht des Patienten ein Hotel in unserem Geiste implementiert. Ja. Und, können Sie ein bisschen näher rangehen? Ja, sehr gerne. Und wenn die Teilnehmer ein schönes Wochenende verbringen und 1.000 Euro in die Tasche nehmen und an die Rezeption gehen und schief angeguckt werden, wenn die Massage parallel mit dem Abendessen geplant wird und das Kind in der Zeit nicht versorgt wird, dann geht in diesem Hotel irgendetwas schief und man will da nie wieder hin. Und die Perspektive des Patienten ist der Schlüssel für den Erfolg des Teams. Einmal den Pfad mitgehen, go to Gemba, haben Sie gesagt, haben wir gemacht, mit Stoppuhr diese Prozesse begleitet und die Zufriedenheit der Patienten ist großartig. Wir können die Patienten bekommen am Tage ihrer Aufnahme auch schon in den Entlassterminen geplant und wir wissen, wir erfinden ja keine neuen Erkrankungen. Ein Patient, der kommt, der kriegt diese und jene, je nach Krankheit, Untersuchung. Und der kann sich darauf verlassen, dass er 3 Tage später das Haus verlässt. Das schafft Zufriedenheit und die wird sofort wie ein Spiegel an die Mitarbeiter reflektiert. Und das ist der Multiplikator unseres Erfolges. Ja. Herr Gottschalk, Sie sehen, es ist großes Interesse da. Ja. Sie dürfen noch kurz antworten. Wenn solche Ergebnisse in der Fläche für sämtliche Patienten bis möglich wären und wir da hinkommen, dann haben wir eine ganze Menge gewonnen. Solche Beispiele, wie Sie es jetzt genannt haben, gibt es ja auch. Und sie zeigen, und das ist immer das, was wir auch brauchen, dass es möglich ist. Die meisten Beteiligten im Krankenhaus haben ja noch gar keine Vorbilder dafür, wie es besser sein könnte und damit auch gar keine Fantasie, dass es völlig anders sein kann. Diese Fantasie müssen wir erstmal entwickeln.
und in einem Krankenhaus mit 3000 Mitarbeitern und was ich 1000 Betten, die gesamten Prozesse dahin zu bringen, so strukturiert und klar transparent zu arbeiten, das ist ja wirklich die Herausforderung, damit wir eben nicht nur für eine besondere Gruppe gute Ergebnisse schaffen, sondern in der Breite. Also das ist das Ziel. Sie sind noch da heute, ne? Ja. Das heißt, man kann noch mit Ihnen reden. Vielen Dank. Es war sehr spannend und großes Interesse. Vielen Dank. Merken. Und Sie können durchaus auch weiterhin ins Krankenhaus gehen, wenn Sie es nicht vermeiden können. Schönen Tag noch. Danke.